Ja, ich weiß, ich bin schon wieder am Mimmeln. Oh Gott, ich entschuldige mich, falls ich deinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Mike Crowa? Crowa? Tut mir leid, wenn ich deinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Hallöchen. Ich mache immer erst mal Geschwindigkeit auf 30, dass ich das Gefühl habe, überhaupt perfekt zu kommen. Antragkapazität. Ja, ich war deswegen gerade auch am struggeln. Aber die Tragkapazität, die ich habe, die habe ich durch Schriftrollen bekommen. Also durch diese Reitrollen da. Was immer in diesen Kronkisten ist. Daraus habe ich das. Oder was das immer. Ich vergesse mir, das ist mein Problem von Reitchen. Ich auch, ich auch. Wobei die letzten Male ging's. Die letzten Male habe ich es nicht vergessen. Wo muss ich jetzt hin? Das andere ist da oben. Machen wir gleich. Ah, einmal raus. Mikro reicht. Okay. Alles klar. Nee, wie gesagt, ich war halt auch am Überlegen, aber. Nee. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Punkt, den ich bisher da bei Kapazitäten habe, selbst reingepackt. Das war alles so durch diesen. Durch die Kronkisten, was ich da manchmal rausgekriegt habe. Wodurch ich auch das Pferd hier bekommen habe. Das war pures Glück. Pures Glück. Aber man darf in ESO auch mal Glück haben. Huch. Das ist bei mir zwar selten, aber es passiert. Es passiert. So. Diesen Weg Richtung. Pferdchen. Sei dir gönnt. Ja, ich muss. Ich will eigentlich drauf sparen auf die restlichen Viecher. Aber egal wie, ich habe zu wenig. Und dann, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, da hatte ich ein bisschen Geld auf Steam und ich hatte mir dann 25, nee, 25 Kisten, glaube ich, hatte ich, die ich öffnen durfte. Und in der allerletzten Kiste war dieses Pferd drin. Kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. So, wo ist es? Das brauche ich. Sammelt Schlammkrabbenaugen. Nee. Was brauche ich hier? Doch, sammelt Schlammkrabbenaugen. Mein Pferd dreht erstmal durch. Sind Möwen. Ist hier irgendwo. Ne, euch brauche ich auch nicht. Tiger! Ich gehe mal wieder alles am Absuchen ist, wenn sie blind ist. Und du willst, ich bin tatsächlich blind bei sowas. Nee, das ist zu weit. Aber ich nehme trotzdem die Kiste, die hier ist. Kiste nehme ich trotzdem, wenn ich es hinkriege. Oh Gott. Ich und Kisten öffnen. Okay, hingekriegt. Das Bronze nehme ich mit. Was weiß ich drin? Da habe ich nämlich noch was Belebendes. Das wäre Angeln. Ich glaube, ich bin blind. Aber da oben gibt es ja auch welche, ne? Mit Schlammkrabbenaugen. Dann haben wir noch die magischen Vorräte. Sind da. Sehe ich irgendwas einfach nicht. Nee, das sind Fackelkäfer.
Das ist ein Sechstiger. Ich glaube, ich bin ja nicht blind. Man kann das Kisten öffnen und später auch mal leveln. Und sie von automatisch knacken lassen. Echt? Das wäre praktisch. ESO habe ich bisher noch nicht so aktiv gespielt. Also, ich habe trotzdem schon meine 600 Stunden fast. Aber. Ja, außer Elsewhere habe ich bisher keine Erweiterung durchgespielt. Also, mit dem schaue ich jedoch gar nichts. Kommt alles erst noch. Aber. Ja. Na, Kiefer muss ich nicht töten, oder? Da! Ha! Jetzt sind welche da. Ich bin einfach nur ungeduldig. Schlammkrabbenaugen, Schlammkrabbenaugen, Schlammkrabbenaugen. Hi. Der eine ist Schlammkrabbe da, ne? Hi. Du bist mir. Tada. Schlammkrabbenaugen. Check. Vorräte Käferbeine. Ein gelernter irgendwas. Ach, da hinten. Okay. Dann aufs Hotte Hü. Weiter. Skillbaum, Luke und Rufs Schwester versteckt bei 4 von 4 Skillpunkten. Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen automatischen Knackens um 70%. Okay, ja gut, dann habe ich einen Grund, das mal zu leveln. Warte ja, wo meine nächsten Punkte reingehen. Weil das wäre sehr, sehr wichtig. Ich bin einfach zu blöd, manchmal diese blöden Kisten zu öffnen. Mal kriege ich es richtig gut hin. Und mal denke ich mir, okay. Ich lasse es. Da gehe ich auch gleich noch rein. Lohnt halt tatsächlich erst, wenn man da auf das Maximum rausholen kann. Wenn man nur einen Druck auf normalem Weg levelt, dauert das schon ein Weilchen. Ja. Glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Ich werde hier sowieso für einige Sachen noch Ewigkeiten brauchen. Da ESO leider. Also was heißt leider? ESO ist halt nicht mein Main MMO. Ich bin halt größtenteils in FF14. Hi. Aber wir haben halt immer am MMO-Montag, weil ich ESO und Lotro halt beides gern mag. Deswegen. Ne? Da habe ich auch nicht das Problem mit, dass es auch mal länger dauert. Oh. Was ich auf Chrism wissen willst, kann ich dir beschreiben. Kannst du mir gern, wenn du magst, privat mal schreiben. Also, per PN. Für die, die es im Chat nicht wissen wollen. Mich würde es nämlich schon mal interessieren. Ob ich es dann mache, ist die andere Sache. Aber ich wüsste es trotzdem gerne.
Höret und seid begeistert! Ich habe die Worte der Grauensherrin vernommen und diese Worte haben mich zu euch geführt. Ich entbiete euch Grüße und eine Nachricht von meiner lieblichen und mächtigen Herrin. Seid bereit, erleuchtet zu werden. Kein großes Geheimnis. Trotzdem. Wie gesagt, es gibt halt immer mal wieder Leute, die das halt nicht wissen wollen. Da nehme ich dann auch meistens zu Gesicht. Sage ich lieber aber kurz fix privat, dann... Ne, das hatten wir schon öfters. Ist Gott sei Dank schon länger her, aber das hatten wir schon öfters. Und ja, da achte ich dann halt auch ein bisschen drauf. Das meiste wird sie sich dann eh im Discord ausgetauscht. Also, bei sowas. Da haben wir dann ja immer so ein Ausweich-Ding. Grüße und eine Botschaft. Nun, die Grüße sind eigentlich von mir. Die Herrin hält nicht so viel von Nettigkeiten im Umgang miteinander. Die Nachricht ist aber auf jeden Fall für euch gedacht. Ihr seht aus wie die Person, die sie mir in meiner Traumvision gezeigt hat. Er hat eine Traumvision von mir. Entspannt euch. Es war eine ganz unschuldige Traumvision. Mir erschien ein Bild von euch, damit ich euch erkenne, wisst ihr? Sie hat mir aufgetragen, einen Brief zu übergeben. Es ist der dort auf dem Tisch. Möge der Segen der Grauensherrin auf euch liegen, auserkorene Sterbliche. In Ordnung, ich werde den Brief lesen. Der Brief meiner Herrin wartet dort drüben. Ich musste ihn hinlegen. Aus irgendwelchen Gründen bekam ich eine Gänsehaut und mir kribbelte der Kopf, Luna, als ich ihn bei mir führte. Und zwar auf keine gute Art und Weise. Nur ihr könnt ihn lesen. Zumindest hat es mir die Grauensherrin so gesagt. Hey, nur ich kann's lesen. Schön. Wenn man auf eine E-Mail wartet und die einfach nicht kommt. Der Grund, weswegen ich immer so oft nach links gucke. Also, nach ganz links. Warten wir auf eine E-Mail. Die einfach nicht kommt. Dreht schon durch. Erzählt mir mehr über die Wesenheit, die mir diese Nachricht geschickt hat. Ich bin so bedeutungslos, dass ich nur in Andeutungen und gehaltenen Worten von meiner Herrin sprechen kann. Sie ist die Dunkelheit in finsterster Nacht. Das arkane Feuer, das im Reich des Vergessens brennt. Ich bin nur ihr demütiger Prophet. Wenn ihr mehr wissen wollt, so lest den Brief. Ihr seid eine Art Kultist, nicht wahr? Ich bin ein Prophet, dem aufgetragen wurde, die Worte der Grauensherrin selbst zu verbreiten. Kultist hingegen ist ein beleidigender Begriff. Ich bin ein wahrer Gläubiger, ein treuer Diener von... Nun... einer Wesenheit, die ich lieber nicht an einem öffentlichen Ort benennen möchte. Die Einheimischen werden sonst nervös. Kleine Sterbliche, ich bin Lyrant, eine verstorbene Dremora, die dann und wann Interesse an belanglosen Dingen entwickelt. Vielleicht sind wir uns schon begegnet. Vielleicht auch nicht. Ich kann, wenn es um euch Sterbliche geht, Individuen nur schwer auseinanderhalten. Wie dem auch sei, es gibt eine Sekte, die sich dem Vorantreiben der Agenda des Fürsten der Zerstörung und des Ehrgeizes, Merunes Dagon, verschrieben hat. Ich habe mich entschieden, mir ihre Aktivitäten genauer anzuschauen. Doch man legte mir Hürden in den Weg, deren Beseitigung ein Sterblichen bedarf. Die Magie, mit der ich diese Worte durchsetzt habe, wird, sobald ihr am Ende dieser Nachricht angelangt seid, einen Ort auf eurer Karte markieren. Trefft mich jetzt dort, kleine Sterbliche. Lyran befiehlt es. Mein Kurier hat einen Weg bereitgestellt, der euch an das Ziel bringen wird.
Nicht, dass es mich kümmern würde. Aber das Schicksal eurer Welt könnte davon abhängen, dass wir, was wir als nächstes tun. Einfach nein. Wo führt mir diese Kartenmarkierung hin? Berührung an Sterblichen. Prolog. Warum war Arne, dass das nichts Gutes ist? Warum lassen wir uns nicht bei ihnen nieder? Ist das? Warum sollte ich mit Flüchtlingen zusammenleben wollen? Vor allem, wenn das Dominion sie für potenzielle Spione hält. Das ist doch auch hier irgendwo, oder? Das wusste ich nicht. Diese erinnert sich daran, wie es ist, nicht dazu zu Malabaltor da. Ich hoffe, die Argonia findet. Ja, das dauert, bis wir da sind. Aber wenn es Prolog heißt, werde ich das sicherlich noch nicht tun. Hat er erst geschrieben. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab's so gerade gesehen. Na, okay. Ja, werde ich bestimmt mal probieren. Werde ich bestimmt mal ausprobieren. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du es geschrieben hast. Kann ich mir dann mal zumindest nach dem Stream einmal in Ruhe durchlesen? Ich habe es gerade nur einmal kurz überflogen. Vielen, vielen lieben Dank. Jo, wo muss ich hin? Ey. Fokus setzen. Ja. Warum laufe ich zu Fuß? Ah, deswegen. War geplant. Hust. 1 von 3. Sehr schön. Ob ein Pferd manchmal komische Geräusche macht? Werbeschreiben. Sterngucker Herold. Ist der Sterngucker Herold? Wollen wir gleich mal an. Wir zusammen brauchen euch. Handwerk schrieb, ja. Beschreiben. Handwerk schrieb, ja. Merke ich mir. Für den Ruhm Pächter gesucht. Okay. Ganz toll hier. Oh, aber der Baum ist schön. Eigentlich das ganze Innere ist schön. Oh mein Gott. Schön. In Aldrun leben die Redoran in einem gewaltigen Krabbenpanzer. Mhm. Der ist aber nicht annähernd so groß. Okay. Thank you.
Ist aber auch ein schöner Saal. Und so schön offen. Huch. Ich gucke erstmal in die Kleidungsstücke der Leute rein. Hi. Ihr seid mutig, euch so furchtlos zu nähern. Mir einen guten Grund, mit euch zu sprechen. Ich werde es so aussehen lassen, dass ihr auf meinen Wunsch hier seid. Sonst werden meine Untertanen denken, ihr habt die Grenze überschritten und werden euch fürs Abendessen in Augenschein nehmen. Königin Ayran hat mich entsandt, um mitzuhelfen, gegen die Unruhen vorzugehen. Wie aufmerksam. Ein solch großzügiges Geschenk kann ich schwerlich ablehnen. Insbesondere nicht angesichts der Widrigkeiten, die sich in Eldenwurz zusammenbrauen. Okay. Wie gut seid ihr beim Bau von Botschaften? Wisst ihr, Königin Ayran hat mir versprochen, eine für die Khajiit zu bauen, als Zeichen unseres guten Willens. Aber jetzt ist schon ein ganzes Jahr verstrichen und es gibt immer noch keine Khajiit-Botschaft. Das hat zu allerlei Ärgernissen geführt. Was hat diese Verzögerung verursacht? Eine gute Frage. Wollt ihr dem Kamoran-Thron dienen? Ihr könnt damit anfangen, Prinz Naemon zu fragen, warum seine Leute ihre Versprechen nicht halten. Er ist der, der immer so wirkt, als hätte er den Eldenbaum in voller Länge in seinem Arsch stecken. Ich darf so etwas sagen. Ich bin der König. Ich hinterfrage es mal nicht. Ich werde Prinz Naemon fragen. Der wird mir wahrscheinlich gleich den Arsch aufreißen. Ja? Schnell jetzt. Lasst nicht euren Mund offen stehen. König Kamoran Iradan meinte, es gebe Probleme mit der Khajiit-Botschaft. Schon wieder? Meine Schwester, Königin Ayran, war töricht genug, sich vor Monaten zum Bau einer Botschaft für die Khajiit zu verpflichten. Botschafterin Tarinwe in der altmerischen Botschaft sollte sich um alles kümmern. Warum hat sich der Bau so verzögert? Nein, ich beantworte euch keine Fragen. Nicht, nachdem ihr Sippenhochfürstin Estre erschlagen habt. Ja. Seht ihr wirklich, dass ich einfach so ein Schwätzchen mit der Person halte, die meine Frau getötet hat? Dass wir den Nymphenmet kreisen lassen und uns heitere Schwänke erzählen? Klar. Wir lachen drüber. Ja, ich weiß. Sie ließ mir keine große Wahl. Dann werde ich es auch so halten. Richtet alle weiteren Anfragen in dieser Sache an Botschafterin Tarinwe. Guten Tag. Natürlich. Ja, Huchel sind immer so sympathisch. Ich bin zwar auch einer, aber ich bin freundlicher. Ich bin freundlicher als diese Dudes. Ich weiß nicht, was sie alle gegen mich haben, ey. Das ist so furchtbar. Einfach nur furchtbar. Ich hab was aufs Bett. Ich bin im Look und am Handy. Alles klar, Kitty. Alles klar. Bald wechseln wir auch zu Final. Bald. Schöne Fensterchen. Mein Knie schmerzt gerade leicht um. Beine noch hochlegen kurz. Alles klar. Nicht, dass es noch mehr wehtut. Ganz schon wieder falsch. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So, hi. Ja, wie kann ich euch behilflich sein? Ich suche nach einem Buch über Waldelf und Folklore. Mein Volk überlässt die Verbreitung solcher Dinge größtenteils den Geschichtenwebern, anstatt sie aufzuschreiben. Ich hätte da etwas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Aufzeichnung eines akavirischen Spions über unser kulturelles Erbe haben möchtet. Eine Dokumentation der kulturellen Infiltration. Völliger Unfug. Ich nehme es. Wirklich? Ihr könnt Akaviri lesen? Mir ist es gleich, ihr könnt es gerne haben. Lasst mich einmal nachschauen. Ich habe hier irgendwo ein Exemplar. Einen Augenblick bitte. In Ordnung. Gleich haut er damit ab. Ha, da haben wir es. Eine fehlerhafte Darstellung meines Volkes durch die Akaviri.
Ich hoffe, ihr findet das genauso amüsant wie ich. Echt? Okay. Den Schreiben vom Orden des Auges. Das ist mit der altmärischen Botschaft. Da will ich aber noch nicht hin. Okay, ich muss tatsächlich zurücklaufen. Kann mich da leider nicht importen. Jo. Guck doch mal. Komm, nehmen wir mal unsere Großkatze. Huch. Ach, hier geht's ja noch nicht. Ich muss ja so einen weiter raus. Ich vergesse das immer wieder. Ins Erdgeschoss. Hallo, mein kleines Kätzchen. Anscheinend hat General Enderley sie rausgeschmissen. So, die anderen Sachen lassen wir erstmal links liegen. Kommen hier ja eh bald her. Das Kätzchen nicht süß. Das leuchtet blau. Ich liebe ja, dass das blau leuchtet. Das wie ich sehe. Mit Flüchtlingen zusammenleben wollen. Vor allem, wenn das Dominion sie für potenzielle Spione hält. So, servus. Wir sind wieder zurück. Oh. Büchlein. Da bin ich rüber. Habt ihr sie? Ihr habt sie, nicht wahr? Oh, ich sollte mir keine Hoffnungen machen. Sie sind ins Meer gefallen, nicht wahr? Ich wusste es, ich habe immer Pech. Hier, ich habe eure Vorräte. Wunderbar, das ist alles, was ich brauche. Wenn in Antwort wieder alles im Lot ist, können Sie mir die leere Truhe liefern. Ihr könnt gerne für die Show bleiben. Ihr habt freie Platzwahl. Vielleicht sehe ich mir eure Show an. Ihr werdet es nicht bereuen. Außer ihr hasst Aufführungen. Dann werdet ihr es bereuen. Aber hoffentlich gefällt es euch. Wir werden sehen. Ich heiße euch alle willkommen. Ich bin Vindare, die Prachtvolle. Diese Darbietung ist jemandem im Publikum gewidmet, der dabei geholfen hat, die Vorstellung zu retten. Ich möchte diese Person nicht beschämen, aber sie weiß schon, wer gemeint ist. Nein, wer denn? Nun möchte ich euch meinen Assistenten Solimir vorstellen. Ach, kommt heraus. Solimir. Begrüßt das Publikum. Will ich wissen, was da rumkommt. Lieber fresse ich Gras. Wie könnt ihr so etwas Schreckliches sagen, hier in Gratwald? Aber vielleicht finden wir eine Möglichkeit, euch entgegenzukommen. Was tut ihr da? Nein! Das ist besser, oder? Oi. Wisst ihr, so ist er vielleicht etwas weniger störrisch. Gut, wir hatten unseren Spaß. Es wird Zeit, meinen Assistenten zurückzuverwandeln. Solimir, kehrt zurück zu eurer wahren Natur. Huh. Ihr Schwachkopf. Ihr habt meine Pläne durchkreuzt und jedem in diesem verdammten Land meine wahre Gestalt offenbart. Solimir, ihr wart die ganze Zeit über ein Dremora. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen wunderbaren Leuten Leid antut. Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten?
Nein, lasst mich! Und nun zum Rest von euch. Ihr habt eines vergessen, ihr üble Kreatur. Und das wäre, ihr sterblicher Wurm? Das Volk von Gradwald ist eng mit dem Wald selbst verbunden. Und ihr könnt der Macht des Grünen Pakts nicht trotzen. Das darf nicht sein. Der Grüne Pakt ist nicht echt. Er ist echt genug, um euch in das Loch zurückzutreten, aus dem ihr gekrochen seid. Jetzt wäre die Frage, echt oder Schauspiel? Ihr alle, ist diese Geschichte wirklich so passiert? Gemeinsam können wir ihn bannen. Nein, nicht zurück ins Reich des Vergessens. Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen? Dank eurer Hilfe haben wir den Sie sehen es am Ende der Show. Gebannt. Seht die Macht des Grünen Pakts. Ich hoffe, allen hat die Vorstellung gefallen. Mhm. Okay. Eine Show. Viel Glück bei der Suche nach den Schlammkrabbenaugen. Nur wenn ihr Zeit habt. Ich weiß, dass es nicht die tollste Aufgabe ist. Hier sind auch Schlammkrabbenaugen. Jetzt schau sich das mal wieder einer an. Allein schon ihr Geruch scheint ihre Laune gebessert zu haben. Ich werde schauen, ob ich sie benutzen kann, um meine kleinen Freunde ordentlich zu motivieren. Ich bin Cornar, ein Käferbändiger. Was soll das heißen? Vielleicht können es euch meine kleinen Freunde demonstrieren. Jetzt, verteidigt die Umgebung. Zurück auf eure Position. Um die Welt. Was? Oh mein Gott, die laufen nämlich rein. Gut, dass es keine Spinnen sind. Zeigt uns eure Zwergenparodie. Hallo Käferchen. Das war jetzt was? Und jetzt, meine Untertanen, umzingelt die Eindringlinge. Hi. Das war nur ein Scherz, Leute. Sie sind absolut harmlos. Außer ihr seid ein Grashalm. Tretet zurück, meine Lieblinge. Das war unsere Vorstellung, Leute. Meine kleinen Freunde, irgendwie sind sie süß. Vor ihrer nächsten Darbietung ein wenig ausruhen. Viel Vergnügen mit dem Rest von Sarandils Zirkus. Süß sind sie. Gut, dann bleibt nur noch einer. Was habt ihr da? Ein Buch? Hier, ich habe euch ein Buch über das kulturelle Erbe der Waldelfen besorgt. Dieses Buch, es ist in Akaviri. Ihr meintet, das ginge auch. Wie wunderbar. Niemand hier wird je den Ursprung meiner Geschichten herausfinden können, wenn sie in einer fremden Sprache niedergeschrieben wurden. Ja, mein das Akaviri ist zwar etwas eingerostet, aber ich glaube, ich schaffe das schon. Ja, okay, also kommt am Ende irgendwas ganz Dämliches bei raus. Auch gut. Ich bleibe vielleicht hier und höre euch zu. Und jetzt möchte ich euch die geheime Geschichte des Roten Pakts erzählen. Jeder Waldelf kennt den grünen Pakt, der mit Ifrit geschlossen wurde. Niemand darf dem Wald Schaden zufügen oder seine Gaben nutzen, um sich persönlich zu... Ah nee, das ist der gleiche Dolm. ...darf nur Fleisch verzehrt werden. Okay. Aber nur wenige Waldelfen den hatten wir schon. Den Handel, der davor eingegangen wurde. Mit Monagra selbst, wie manche sagen.
Oh, der gute Pakt untersagte doch tatsächlich den Verzehr von Fleisch. Er schrieb vor, dass für den Häuserbau Holz geschlagen wird und sich das Volk der Waldelfen ausschließlich von Obst und Gemüse ernähren soll. Schockierend, ich weiß. Aber es war Monarch Baals Absicht, die Waldelfen schwach und kränklich zu machen, indem er sie den Wald um sie herum essen ließ. Das war der Plan des Gottes der Intrigen, dem Herzen von Ifris Macht einen langsamen Tod zu bescheren. Doch der Gott des Waldes war kein Narr. Er besuchte die dahinsiechenden kränklichen Waldelfen und als er ihre grasbefleckten Zähne sah, bot ihnen Ifre einen Handel an. Sie schlossen ein neues Abkommen, einen frischen grünen Pakt, und der Wald selbst sollte sie allzeit beschützen. Und so nahmen die Waldelfen Ifris Angebot an. Das Fleischmandat verstieß gegen Molag Baals roten Pakt, sowie die Knochen und das Leder, aus denen sie nun ihre Häuser bauten. Molag Baals Wut war groß. Er rächte sich für den Bruch des roten Pakts, indem er Gilvatal verschlang. Doch darüber sprechen wir ein andermal. Vielen Dank. Okay. Nette Geschichte. Hallo, Sarandel. Würdet ihr euch die Schlange ansehen? Wir ziehen hier mehr Leute an als in Auridon. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden uns die Seele aus dem Leib spielen. Die Waldelfen werden sehen, dass es auf den Sommersendinseln nicht nur steife Politiker gibt. Kommt jederzeit wieder. Wenn die Nachfrage da ist, haben wir vielleicht bald neue Aufführungen im Programm. Mhm. Bald. Jo. Wurzelbogen mache ich noch nicht. Dann machen wir erstmal Hauptquest. Wenn ich jetzt hier nichts anderes auf der Karte finde, wo ich hin kann. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal überhaupt Top Story gemacht hatten. Da ist noch was. Bugatina Zinna. Was bist du denn? Die Grauensherrin hat euch gut. Ihr seid also die sterbliche Abenteurerin, die Grauensherrin sucht. Ich dachte, ihr wärt nun größer. Die gleiche, nur in weiblich? Meine Herrin weiß alles am besten. Ich bringe euch eine Botschaft von Lyrant, der liebreizenden und mächtigen Dremora. Hört die Worte, die ihre Prophetin spricht, und lauscht gebannt. Ich wüsste jetzt gar nicht, zu was es gehört. Das ist jetzt quasi das gleiche, nur in weiblich. Nein. Einfach nein. Bin noch nicht. Bin da noch nicht. Hey, hier drüben. Hey da, Hübsche. Falls ihr Lust auf ein Abenteuer habt, hätte ich genau das Richtige. Es geht um einen Geheimauftrag. Eine berauschend schöne, doch vermisste Frau. Schick dich zur alten Haupt-Top-Quest. Wie aus einer Ermittlerin Wala-Geschichte. Unterstützt ihr mich? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja... Also ich habe einmal die eine Hauptgeschichte, habe ich ja. Mit den Propheten. Dann habe ich ja die Bezirksdingens... Kletteradatsch-Geschichte. Ist das dann eine Quest noch vor dem ganzen... Edons Gedöns. Das war die zu Leon und den toten Ländern. DC, bin mir gerade nicht sicher. Aber wie gesagt, ich habe halt einmal die Ehe der Königin. Das ist ja die Geschichte von dem Bündnis. Dann habe ich einmal das mit dem Propheten. Das, die kriegt man ja, wenn man das erste Mal in einer der Hauptstädte da reinstolpert, glaube ich.
bin halt nur gerade... bisschen überfordert. Also immer, was die Totenländer sind. So lange habe ich das schon nicht mehr gespielt. Ich habe Dark Brotherhood hab ich auf jeden Fall. Deadlands. Das hier sind die Totenländer. Habe ich noch nicht mal. Guilds and Glory habe ich. Die mit den Propheten meinte ich. Die Gestalten, die einen ansprechen. Habe ich auch nicht alle im Kopf. Es sprechen einen viele an. Also wie gesagt, die Prophetenquest, die habe ich auf jeden Fall. Die Prophetenquest, die habe ich. Das ist ja dann mit dem Gönner. Und dann muss man da, soll man ja den Gönner treffen. Der schickt dich dann ja, wenn du da diese gefesselte Person siehst, der bringt dich dann ja hier in die Dingens. Ja, wie heißt er denn? Mani Marco. Dann wirst du ja diese Seelenlose. Seelenlose Ding. Seelenlose etwas. Na gut, ich lasse sie erstmal offen. Wenn man die chronologische Reihenfolge spielt. Ist tatsächlich mein Plan. Ich möchte erstmal die Startgebiete, soweit es geht, durchmachen. Für mich war es eigentlich blöd, dass ich mit Dingens hier angefangen habe, aber wie gesagt, ich möchte erst so ein bisschen die Startgebiete. Gut, ich möchte meine Lieblingssynchronstimme auch noch hinauszögern. Ich bin tatsächlich ein Fan von Mani Marco, allein mit der Synchronstimme. Ja. Ich weiß, ich habe ein Problem. Und wollte erst die Startgebiete machen, dann wollte ich die normale Hauptstory und dann so chronologisch, wie es irgendwie vorangeht. Das dauert nur ein paar Jahre. Weil ich hatte, als ich damals Elsweyr gespielt hatte, hatte ich einen Moment, wo ich jemanden getroffen habe, der mich hart gespoilert hat. Im Verlauf der restlichen Geschichte. Was halt bis zu dem Zeitpunkt schon passiert ist, was ich ja noch nicht kannte. Und ich saß dann da und dachte so, Scheiße, ich habe mich selbst gespoilert. Durch einen Addon, von dem ich dachte, hey... Na, jetzt kann ich in Ruhe spielen. Deswegen... Ja. Dann hatte ich mir gedacht, komm, okay. Dann im Stream spielen wir jetzt alles so gut es geht chronologisch. Und wie du schon sagst, es ist so schön vertont. Ich brauche halt außer meine Sätze, die 3, 4 brauche ich nicht viel sagen. Im Vergleich zu... Gut. Final Fantasy geht ja noch. Da ist so der Anfang sehr assi, weil nichts vertont ist. Und zu Lotro, wo gar nichts vertont ist, außer 3, 4 Szenen. Wo du dir auch nur denkst, okay, am Ende des Abends habe ich so einen Hals, weil ich so viel gelesen habe. Schön. Das erste, was ich auf Hochinsel gemacht habe, ist auch ins Gasthaus gelaufen, wo der Sänger von Satatio Mortis als Bade singt. Ich war noch nicht auf Hochinsel. Muss ich nochmal an. Was erwartet mich noch?